Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind heute wieder bei einer weiteren Folge von Harz Medicine Hospital Heat. Ja, schauen wir mal. Die Aufgabe müssten wir eigentlich noch machen und die nächste müssten wir machen. Dann würde ich sagen, dass wir erstmal hier reinschauen. Finde so viele Olivers, wie du kannst. Ach du Scheiße, das ist so überhaupt gar kein Spiel für mich. Aber ich werde es trotzdem mal probieren. Ich muss mal eben hier ein Blatt weglegen, weil sonst kann ich die Maus nicht so schnell bewegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir starten hier direkt mit dem Schwierigsten überhaupt. Okay, da. Ich habe euch gefunden. Hilfe. Da oben. Da. Okay, wir müssen zumindest nichts anderes machen. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe schon gedacht, wir müssten jetzt irgendwas nebenbei machen. Das hat mich jetzt gerade abgelenkt. Ich wollte da eigentlich nicht gucken. Bleibt ja auch schön da, bis ich auf euch draufgeklickt habe. Bitte nicht abhauen nach einer Zeit, ne? So, da. Da ist noch was. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das hinter dem Typen da oben rechts sein könnte. Der lenkt mich jetzt gerade auch ein bisschen ab. Ich wollte ja eigentlich die Olivers suchen. Da ist noch einer. Da. Da sind drei. Das, das. Das? Nein, 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 nicht Schichtende. Lass mich doch draufdrücken. Der hat den gar nicht mehr angenommen, obwohl ich den gefunden hatte. Aber wir haben drei Diamanten. Sehr, sehr geil. Ja, und das mit einer Aufgabe, die mir eigentlich überhaupt nicht liegt, nämlich Oliver suchen. Okay, dann schauen wir mal, was uns jetzt als nächstes in der Pathologie erwartet. Lasse 10 Patienten mit goldenen Herzen zahlen. Das hoffe ich, dass das nicht so schwer ist. Keine Ahnung. Ich habe noch nie darauf geachtet, wie viele goldene Herzen haben, ehrlich gesagt. Na? Hi, Schwesterherz. Kleiner Bruder. Wir müssen irgendwann darüber reden. Ich tue es nicht, wenn du nicht anfängst. Es geht hier von Tag zu Tag schlechter, Allison. Es geht dir von Tag zu Tag schlechter, Allison. Warum klopft die auf den Tisch? Okay. Vielleicht denkt sie ja nur über Dinge nach. Allison, wenn das so weitergeht, dann musst du vielleicht eine Weile bei mir wohnen. Nein, ich will bei meiner Mama bleiben. Aber Allison, es geht ihr gut und ich kann mich schon selbst um sie kümmern. Allison, deiner Mutter geht es nicht mehr gut, seitdem ihr Vater verstorben ist. Allison, Donald. Hey, ich habe euch gar nicht hereinkommen gehört. Siehst du? Oh, was geht hier vor? Allison? Okay. Allison? Könntest du wenigstens den Test machen lassen, um zu sehen, ob eure Nieren kompatibel sind? Hä? Allison, bitte. Lass mich darüber nachdenken, okay? Ich kann dir nichts versprechen. Okay. Ja, wir haben etwas Geld. Und da schauen wir mal. Was ist das denn jetzt hier überhaupt? Diese neuen Leuchte sorgt dafür, dass die Tests auf dem Haupttisch schneller entwickelt werden. Ah, das ist ja nicht schlecht. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was jetzt der Haupttisch ist. Aber ich denke mal, das sind ja, naja, das sind ja eigentlich Proben hier, ne? Aber ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich damit gemeint ist. Was ist das hier? Dank dieses neuen Atominums verlieren die Patienten am Tresen langsamer ihre Herzen. Naja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Die Patienten gewinnen Herzen, wenn sie es schaffen, dieses 3D-Puzzle zu lösen. Okay. Aber wann machen die das? Das ist jetzt die Frage. Also, wir könnten noch einen Sitz hier vorne verbessern.
Dafür haben wir auf jeden Fall genug Geld. Oder wenn Allison dieses neue Mikroskop verwendet, verlieren die Patienten langsamer ihre Herzen. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Also ich würde eigentlich erstmal sagen, dass wir den Stuhl als erstes nehmen. Oben die Sitze haben wir alle schon. Entweder den Stuhl oder wirklich hier, ich denke mal, dass das damit gemeint ist, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das gemeint ist. Deswegen kaufe ich mal erstmal den Stuhl. Ja, und dann starten wir mal das nächste Level. Guten Tag, guten Tag. Einmal auf den Stuhl, bitte. Was haben Sie denn? Ach so. Okay, einmal die Ohren sauber machen, verstehe. Ach so, du musstest dahin, genau. Er musste auch dahin, das ist schlecht. Okay, ich muss erstmal wieder gucken, was ist hier? Ich bin schon total... Kann ich den jetzt auch hier hin beordern? Dahin? Okay, ich habe mich vertan. Hallo, machst du das auch mal mit dem? So, komm. Dann können wir das da. Ja, komm, dann nimm. Ach so, ich habe es noch nicht genommen. Oh, mein Gott. Das erste Mal, dass ich jetzt heute am Spielen bin und schon bin ich jetzt hier total verwirrt. Ich merke das schon. Okay, ich muss die Sachen natürlich dann auch nehmen vorher. So, dich setzen wir mal ganz schnell auf den Tisch oder auch nicht. So, was haben wir denn? Da drauf sind wir allergisch. Muss ich dich nochmal anklicken jetzt? Okay. Du kommst dahin. Und dir mache ich das. Du gehst schon mal hier hin. So, einmal nehmen. Zack. Dann das und das brauchen wir. Das brauchen wir. So, da können wir direkt hin. Was ist jetzt los? Hallo, wieso hat der das nicht gemacht? Ja, mit dem kombinieren. Genau, das habe ich eben gesagt. Genau das. So. Jetzt schnell hier erstmal alle abkassieren. So, du brauchst eine Blutprobe. Oh Gott, ich bin heute so schlecht. Ich bin heute so schlecht, so schlecht, so schlecht. Zack. Du als erstes. Du als nächstes. Dich setzen wir schon mal auf den normalen Stuhl. Du solltest da jetzt eigentlich auch hin, aber das hat jetzt nicht mal geklappt, okay. Gehst du da jetzt runter? Nein, du gehst jetzt nicht runter. Ja. Du sollst... Oh mein Gott. Ja, komm, mach die erstmal, damit hier überhaupt frei ist. Hilfe. Oh Gott. War das nur eins? Okay. Dann, die andere verliert, glaube ich, als erstes jetzt die Herzen. Das war jetzt nicht so günstig. Du gehst schon mal nach hier. Da brauchen wir das für... Zack, aber wir haben noch eine hier drin, also können wir die doch eigentlich benutzen. Komm, geh weg da. Du musst nämlich dahin. Dann kontrollieren wir dich nochmal schnell. Oh mein Gott. Ah, völlig überfördert heute. Reden kann ich auch nicht mehr. Du dahin. Das schnell, weil die Herzen gehen sonst weg. Oh Gott, ich schaffe hier kein einziges goldenes Herz gerade. Oh mein Gott. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So, das brauchen wir. Das heißt, für dich haben wir schon mal, das können wir schon mal anmachen. Pinzette, zack, du. 1, 2, 3, 4. So, hau ab. Du kriegst das. Ihr könnt schon mal hier unten hin. Warum habt ihr eigentlich keine goldenen Herzen? Ich hab das doch extra. Oh mein Gott, jetzt habe ich die hier. So, das. Ja, komm. Das müssen wir erstmal kombinieren. So. Dich setzen wir schon mal dahin. Du gehst auf den Stuhl. Du gehst dahin. Das können wir schon mal nehmen. Zack. Gehen dahin. Ja. Schmeißen wir das schon mal an. Schnell den Typ mit den Herzen abkassieren, weil sonst habe ich nämlich gar keinen mit den Herzen. Ach du Scheiße. Ich bin hier schon beim Schichtende. Hilfe. Oh mein Gott. Nein. Oh, ich bin so schlecht heute. Ich bin so schlecht, aber das ist jetzt nach längerer Zeit wieder das erste Spiel, was ich gemacht habe. Also sieht es mir nach... Ich habe es überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass wir auf Oliver auch noch achten müssen. Aber, ach so, 2 Sterne habe ich doch noch geschafft. Naja, gut, das ist nicht ganz so schlecht, wie ich gedacht habe. Aber, ja, das geht auch besser. Das geht definitiv besser. Vor allen Dingen habe ich mich einmal total vertan. Warum ich jetzt 2 von den Dingen hier drin habe, weiß ich gar nicht, weil
das normalerweise doch abgerechnet wird, wenn ich die anklicke, die das brauchen. Also wie gesagt, ich stehe etwas neben mir gerade. Neues Minispiel freigeschaltet. Ergebnisse markieren. Tippe auf die positiven Ergebnisse, um sie zu markieren. Das heißt jetzt was? Auf die grünen, oder was? Du musst nicht warten, bis die Ergebnisse komplett grün sind. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber okay. Ach, der ist schon wieder. Das sind also alle Akten? In gewisser Weise ja. Sie scheinen da unsicher zu sein. Also, ich habe herausgefunden, dass einige verschwunden sind. Sie sind wahrscheinlich falsch abgelegt. Falsch abgelegt? Herrscht denn in diesem Krankenhaus überhaupt keine Ordnung? Hört sich einer das an. Ich brauche alle Akten, um meinen Audit abzuschließen. Also Sie, das sieht für mich nach einem ziemlich großen Aktenberg aus, Viktor. Warum beschäftigst du dich nicht zuerst damit? Ich werde zurück. Mein Held, du hast mich schon wieder gerettet. Gehört zum Tagesgeschäft. Allison, wir müssen über etwas reden. Ich fühle mich dumm, dass ich das überhaupt anspreche. Es ist nur, dass hier etwas vorgeht, von dem du mir nichts erzählst. Und als ich dich dann gestern mit Daniel gesehen habe, also, ich war schon irgendwie ein bisschen eifersüchtig. Connor McCoy, eifersüchtig. Du kannst mir vertrauen, Connor. In meinem Leben gibt es nur dich. Ich weiß, dass wir ein Paar sind, aber wir sind schließlich in der Zeit zusammengekommen, als er weg war. Denkst du wirklich, dass wir nur zusammengekommen sind, weil Daniel nicht da war? Okay, du musst ja nicht verletzend werden. Ich wollte nur ehrlich sein und dir sagen, was ich empfinde. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dich zu verlieren. Ich liebe dich, Allison. Oh. Ja, und damit haben wir ein neues Level freigeschaltet. Passen wir zusammen. Schließe alle Tests mit Ruth ab. Wenn du diese Akten verstecken willst, dann ist dein Lehrerschrank vielleicht nicht der beste Ort. Entschuldige. Dieses Mal habe ich sie gefunden, aber wenn ich Viktor gewesen wäre. Sobald ich ein besseres Versteck gefunden habe, werde ich sie dorthin bringen. Abgesehen von den Akten habe ich auch noch den Kompatibilitätstest für die Nieren gefunden. Wir könnten den Test heute durchführen. Ich habe alles Nötige dafür hier. Ich weiß nicht, Ruth. Du kannst dich zuerst einmal testen lassen und dann später deine Entscheidung treffen. Und falls der Test zeigt, dass ihr überhaupt nicht kompatibel seid, dann brauchst du dir um nichts Sorgen zu machen. Gegen diese Logik komme ich nicht an. Tja, ich schätze, dass ich also einen Test machen lasse. Wunderbar. Warum ist dir das so wichtig, Ruth? Das ist einfach, Liebes. Einfach so. Ja, willkommen im Laden. Ah, wir haben jetzt zwei von denen. Hatten wir schon immer zwei von denen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich meine, wir hätten nur eins gehabt. Aber ich werde auf jeden Fall 350 haben wir auf jeden Fall noch. Ich werde auf jeden Fall eins davon kaufen. So, damit das schon mal besser ist. Irgendwie, also ich muss da gleich mal drauf achten, ob wir wirklich zwei haben. Ansonsten habe ich das echt total übersehen, weil ich hätte die dann natürlich auch zu zweit daran setzen können. Oh mein Gott, ey. Ich sehe echt die Pathologie vor lauter Geräten nicht mehr. Es ist schrecklich. Okay, wir werden uns um Level 15 kümmern. So, der kommt jetzt erstmal da dran. Wieso hat der jetzt schon so wenig Level, hä? Okay, also wirklich nur die Grünen, okay? So, dann kommst du jetzt dahin.
Und du kommst dahin. Dich guck mal direkt schon mal an. Ja, was will der denn jetzt? Ach du Scheiße. Das hier? Okay, machen wir das. Nein, 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 nein. Ach Scheiße. Ah, verdammt. So. Ja. Du gehst jetzt dahin. Da müssen wir mal eben hier was runterschmeißen. Du gehst dahin. Dich kassieren wir mal ganz schnell ab. So. Und mit dir nochmal kurz reden. Okay, das, zack. Schmeißen wir das rein und machen das. So, das geht schnell. Da müssen wir noch schnell eins machen. Zack. So, zack. Ja. Ich weiß, komm schon. So, du noch schnell. Dich setzen wir auf den Stuhl. Dich setzen wir hier hin. So, schnell abkassieren. Zack. Zack, abkassieren. Nimm das. So. Ach, ich habe noch eins übrig. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Gut, was ich jetzt nicht verstehe, ich habe jetzt immer noch zwei da drin, was aber sehr unlogisch ist. Schnell zu ihr. So, das sind jetzt andere. Okay. Den schnell abkassieren. Ich brauche die Herzchen. Zack. Kann ich das löschen? Oh. Kann ich nicht löschen? Okay. So, das schnell. Mein Gott. Also das und das. Nein! Ach so. Okay. So, dich setzen wir auch schon mal hier hin. Das nehmen wir mit. Zack. Blut, dich setzen wir dahin. Bei dir gucken wir nach. So, haben wir hier was? Komm. Ja, da. Das war schon. Okay, perfekt. Blut mitnehmen. Zack. Die beiden kombinieren. Dann die. Dich setzen wir schon mal da drauf. So, schnell abkassieren. Dich setzen wir dahin. Ruth, bevor sie weg ist. Ach nein, 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 nein. Ja. Das war das andere. Ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Jetzt war das allerdings auch doof, weil ich sie nämlich jetzt hier. Komm. So. Das dahin. Ihn hierhin. Wieso kann ich das nicht rausmachen? Ah, jetzt habe ich es rausgemacht. Okay. Wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? So. Machen wir das schnell. So, für sie habe ich was. Dich setzen wir hier hin. Schnell mal eben gucken. Zack, abkassieren. Komm schon, ich wollte doch zu dem anderen. Hallo. Wieso macht die das? Jetzt macht die das. Will die mich veräppeln? Komm schnell, Ruth. Oh, müssen wir bei der jetzt ein Bild nachgucken? Ist aber nicht das, was wir vorher geguckt haben. Da? Okay. Okay, schnell dahin. Dich setzen wir noch schnell dahin. Dich setzen wir dahin. Da gehst du schnell hin. Oder bleibst halt daneben stehen. Komm, jetzt kassier die ab. Mädel, ganz ehrlich. Ach so, ich habe hier nichts mehr drauf, oder wie? So. Können wir jetzt endlich. Danke. So. Können wir jetzt auch hier endlich. Können wir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Typen ist. Was der für. Ach so, der will hier hin. Oh mein Gott, jetzt habe ich das erst gecheckt. Oh. Komm, die mal schnell abkassieren. Das, zack. Die abkassieren in der Zeit. Zack. Und hier bitte. Ich habe schon wieder nicht auf dieses beschissene Meerschweinchen geachtet. Nein, ich hab's vergessen. Oh. Also ich kann wirklich jeden, der nicht stressresistent ist, nicht empfehlen, dieses Spiel zu spielen, weil das wirklich sehr, sehr stressig ist. Und? Es sieht so aus, dass du eine geeignete Spenderin für deine Mutter wärst. Du bist es! Ihr seid kompatibel! Ryan. Ryan.
Ryan! Oh. Ryan, das heißt aber noch lange nicht, dass ich für eine Spende bereit bin. Was? Deine Mutter, meine Mutter. Wir hatten in der Vergangenheit viele Probleme miteinander. Das interessiert mich nicht. Ich muss jetzt hier raus. Ja, das ging jetzt irgendwie nicht so gut weiter. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen noch eben eine kleine Herausforderung. Die Situation verschlechtert sich. Heile viele Patienten, um deine Punktzahl so hoch wie möglich zu halten. Ach du Scheiße. Das hört sich jetzt aber nicht gut an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das machen wir jetzt noch am Abschluss. Ich hoffe, das wird wenigstens ein guter Abschluss werden. Und ich werde jetzt hier nicht so ablosen. Oh mein Gott. Meine Augen brennen noch, weil ich noch so müde bin im Moment. Aber okay, dich setzen wir dahin. Dich dahin. Dich dahin. So, Blut. Das. Und bei dir können wir mal eben so gucken. Da und da. So, Blut. Nehmen wir das auch eben auf. Zack. Das, 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 das. Dich können wir auch schon mal hier hinsetzen. Schnell abkassieren. So, dich setzen wir in der Zeit dahin. Blut einmal bitte. Machen wir das noch schnell. So, schnell dahin. Zack. Blut. Blut habe ich schon. Ach so. Okay, das machen wir schnell nebenbei. Dann setze ich ihn schon mal hier hin. Wattestäbchen. Los, Wattestäbchen. Zackig. So, ihn kann ich. Ich habe ja schon Blut. Da, 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 da. So, hinsetzen, hinsetzen. Wir kassieren mal schnell ab. Dann machen wir das schnell und nehmen hier schnell eins von. Ich glaube, der war als erster da. Ich habe keine Ahnung. So, einmal. Was ist das denn jetzt? Hallo? Oh, was will der? Wieso war das nicht gut? Ich habe keine Ahnung, warum. So, da die Mitte. So. Also, ich habe gekleckert, das habe ich gesehen, aber ich habe absolut keine Ahnung. Euch kassieren wir mal schnell ab hier. So. Dann kommt das dazwischen. Dich setzen wir auf den Stuhl. Dich setzen wir dahin. Das, das, das. So, dich können wir eben behandeln. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die andere war jetzt eigentlich. Da legen wir mal eins nach. Zack. Oh Gott. Da, 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 da. So, Spritze brauchen wir noch. Hier ist leider alles voll. Ich muss euch mal kurz abkassieren. Es tut mir leid. Oh. Ich dachte, ich habe sie schon abkassiert, alle. So geht's auch. Gut, die mal schnell abkassieren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du bekommst jetzt deine Spritze, keine Sorge. So, du kannst dich auch hinsetzen. Du kannst dich hinsetzen. Du kannst dich nur nicht hinsetzen. Tut mir leid. Ich muss erstmal abkassieren. So, dann das schnell. Das schnell. Dann können wir dich da hinsetzen. Dich auch hinsetzen. Das müssen wir mal eben schnell neu machen. Zack. Ich bin gerade etwas gestresst. Es tut mir leid, Leute. Ich habe noch was um den hier. So, der kann nach unten. Schnell abkassieren. Wattestäbchen. Nein, erst abkassieren. Mann, warum macht ihr das nicht in der Reihenfolge? So, abkassieren. Los, Leute. Euch setze ich schon mal hier drauf. Zack. Du machst das bitte. Dich setzen wir hier drauf. Der Rest geht noch nicht. Dahin. Und dann müssen wir das Ding gleich nehmen. Oh mein Gott, ist das. Ah! Schnell! Gib mir irgendeine Krankheit. du kannst dahin. Dich setzen wir dahin. Das Ding habe ich. Das nehmen wir mal schnell. So, und dann hau ab. Hallo? Oh mein Gott, dann halt nicht. Mann, ist das ein Idiot. Wieso nimmt er das nicht an? So, das schnell. Du kannst dahin. Muss ich mit dem auch hin? Nee, ne? Das war jetzt gerade. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Arzt, mit dem ich jetzt reden müsste oder sowas. Aber ich glaube nicht. So, das. Pinzette. Schmeißen wir das weg. Pinzette. So, den hier. Entschuldigung. Blutprobe. Da, 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 da.
Bin gerade etwas gestresst, Leute. Tut mir leid. So. Schnell abkassieren zwischendurch. Du auch. Tschüss. Und du? Boah, ich glaube, das ist jetzt der letzte, oder? Und schnell abkassieren. Oh mein Gott. Oh. Ich hab es noch geschafft. Jetzt nehmt es mir bitte nicht übel, aber ich muss jetzt erstmal einen Moment durchatmen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier die Folge beenden und wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie stressig das Ganze ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao!